Okay, hello, it's the Martian. Space Jam Jardins. I want this shit forever. Wake up and smell the garden. Fresher than the harvest. Herzlich willkommen zurück hier in Minecraft. Wir wollten heute diese Spiegelmagie erforschen und ein goldenes Lasso bauen. Wir werden mit dem goldenen Lasso anfangen, da das weiß ich nicht, wie schnell ich das hinkriege. Wir brauchen einen Lohnstaub und eine Enderperle und machen daraus schon mal ein Enderauge. Das weiß ich noch. Dann brauchen wir für das goldene Lasso Fäden und Goldnuggets. Die Goldnuggets sind nicht das Problem, die habe ich gesehen, die sind hier zum Beispiel. Jetzt kommen wir zu den Fäden. Die haben wir natürlich gar nicht. Wieso sollten wir auch Fäden besitzen? Wäre auch wieder viel zu einfach, hätten wir schon Fäden. Alles Gute, es ist Nacht. Oh, hier haben wir noch Eier, 9 Stück, das ist schön. Gut, dann werden wir uns mal schnell ein paar Fäden besorgen. Normalerweise müssen hier doch mal Spinnen unterwegs sein. Sonst sind ja hier immer Spinnen unterwegs. Natürlich jetzt nicht. Da ist eine. Noch schon mal einen Faden. Spinnen, put, wo seid ihr? Laufen, Typen? Nee, gar nicht wahr. Doch, glaube ich schon, aber die haben nichts gesagt. Die haben einfach mal nichts gesagt. Hier ist eine Spinne. Irgendwo, da. Hat natürlich keine Spinnenseile. Die auch nicht. Gut, das war es wieder mein Fail. Wir haben keine Spinnseide. Das wird doch nichts mit dem goldenen Lasso in dieser Folge. Vielleicht doch. Daher mehr Glück. Oh ja, wir brauchen nur eine. Vielleicht wird das ja doch noch was. Geronimo. Das ist ja so schön, dass wir fliegen können. Ich würde aber viel lieber mit einem anderen fliegen. Und wir sind weg. Wir sind weg, sagte ich. So, wir sind jetzt weg. So, geschafft. Kürzen wir das Ganze ein bisschen ab. Altes Haus. So, wir waren hier stehen geblieben. Wir brauchten das, wir brauchten das, wir brauchen Spinnenseite und wir haben ein goldenes Lasso. Dieses wunderschöne goldene Lasso. Kannst nicht schlafen, wenn ein Monster in der Nähe ist. Das goldene Lasso werden wir jetzt benutzen, um uns eine Hühnerfarm aufzubauen. Man könnte sogar, glaube ich. Nee, eine Spinne kann man nicht fangen. Ich dachte, die Spinne mal eben schnell wegmachen, ne? Noch nicht mal. Wow. Was ist gegeben hier? Ein Hühnchen wäre jetzt doch schick.
danach erforschen wir auch gleich mal das nächste Teil. Da ist ein Hähnchen. Oh, hier ist eine ganze Hühnerarmee. Das Hühnchen haben wir schon mal jetzt. Die Eier für mich? Ne? So? Nein? Genau hier soll eins sein, oder? Das ist na ja, gut. So. Wir werden einfach mal das Hühnchen. Nehmen wir das mal hin. Und dann werden wir einfach mal hier hin. Wir brauchen natürlich noch ein zweites Hühnchen. Dann können wir die paaren. Dann werden wir noch einen extra Raum hier mal irgendwo machen. Das erste, wo wir dann immer ein Hühnchen paaren können. Doch jetzt wollen wir uns erstmal hier dran versuchen. So, Ordnung und Terror. Zerstörung. Leere. Leere Licht. Reise. Ordnung, Licht. Das heißt, wir gehen von hier aus erstmal mit Licht wahrscheinlich. Ne, wir gehen mit Leere erstmal nach unten. Wir gehen mit Leere nach unten. Das schon mal verbunden. Jetzt kommt die Bewegung dran. Ja. Was Licht verbindet. Wollen wir nur einen verwenden. Mit Ordnung. So, die Spiegelmagie, die gucken wir uns doch jetzt auch gleich nochmal an. Was haben wir denn hier erforscht? Spiegelmagie. Du kannst jetzt zwei Spiegel verzaubern, so dass sie als Verbindung zwischen den Welten wirken.
Alles, was durch einen Spiegel hineingeworfen oder über Rohre geschickt wird, kommt die Zwischenwelt aus dem anderen Spiel heraus. Sogar in eine andere Dimension. Leider ist die Zwischenwelt extrem tödlich für sterbliche Kreaturen. Wie du. Der kann man bis jetzt nur Gegenstände transportieren. Um ein paar dieser Spiegel zu verbinden, musst du nur einen von ihnen an gewünschte Orte platzieren, dann rechtsklick mit einem zweiten Spiegel auf dem platzierten und sie werden miteinander gebunden. Jetzt platzierst du den Spiegel, wo immer du willst. Items, die in einen Spiegel geworfen werden, kommen aus dem anderen Spiegel heraus. Spiegel können nur paarweise verbunden werden. Daher kannst du nur zwei platzieren und funktionierende Spiegel keinen dritten hinzufügen. Wenn du jedoch einen Spiegel aufnimmst, behält er den letzten Partner, mit dem er verbunden war. Du kannst sie also leichter umstellen, ohne sie neu verbinden zu müssen. Wenn jedoch ein gepaarter Spiegel aufgenommen wird, kannst du sie mit jeweils anderen Spiegeln verbinden. Alles klar. Das heißt, das geht ja eigentlich. Spiegelglas. Unbedeutend. Der Transport von Items durch Spiegel strengt das magische Glas stark an, daher verlangsamt der Spiegel, um sich selbst vor dem Zersplittern zu bewahren. Automatisch die Rate mit jeweiligen einer auf der Seite ausgeworfen wird. Je höher die Instabilität, desto stärker wird der Transfer verbindet. Diese Instabilität wird mit der Zeit weniger, aber kann auch durch direktes Zufügen von Ordo in den Spiegel regeneriert werden. Also er verbraucht sich anscheinend. Es ist wie ein Tesserakt eigentlich. Nur ein Strom. Das hört sich gar nicht mal schlecht an. Das hört sich sogar ganz lustig an. Das hört sich verdammt toll an. Was es da nicht alles gibt, das ist erstaunlich. Magischer Handspiegel. Sensspiegel. Das sind so Upgrades dafür, die werden wir uns natürlich auch nochmal angucken irgendwann mal. Runenschilde. Schilde hoch werden wir als nächstes mal machen. Runenschilde. So, dann wollen wir doch mal wieder ein bisschen Papier uns nehmen. Runenschilde. Fangen wir hier rein. Da sehen wir schon, Runenschilde ist auch wieder mal nicht einfach. Aber das werden wir auch jetzt nicht erfordern, dafür haben wir die Zeit gar nicht mehr. Wir müssen sowieso wieder mal, also es wird immer weniger. Müssen wir wieder auf Wanderschaft gehen. Aber der Spiegel ist schon mal sehr interessant. Den kriegen wir wahrscheinlich auch hin. Der ist nicht so schwer. Brauchen wir jetzt nur nicht. Wenn wir jetzt natürlich ein Steinbüro hätten, so eine Quarry, dann wäre der Spiegel optimal, denke ich. Weil die Quarry hat sowieso seinen eigenen Anker, damit es immer weiterläuft. Das ist sehr interessant. Das heißt, natürlich müsste man hier, dann wo ich das hinstelle, nochmal so einen Weltenanker bauen. Und Weltanker. Dafür brauchen wir halt auch wieder einen Enderfeder. Haben wir. Diamanten haben wir auch, glaube ich. Ist auch nicht das Problem. Das Ding funktioniert, glaube ich, mit Enderperlen. Das heißt, man braucht natürlich wieder mehr Enderperlen dafür. Also, naja. Ich werde in der nächsten Folge, ich weiß noch nicht, ob ich das da erforschen werde, mal gucken, weil wir brauchen halt auch viel mehr Materialien. Wir haben zwar noch hier einiges an Materialien, aber uns fehlen diese Scherben. Also meiner muss man mal wieder gehen. Das Haus muss weiter gebaut werden. Es ist noch so viel zu tun. Sehr viel. Aber an dieser Stelle sage ich auch wieder, es hat mir Spaß gemacht, für euch ein Let's Play zu machen. Und falls euch das Video gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, dann nicht. Und tschüss.